Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SFS Analytics und heute werden wir die verschiedenen Expansionen im Spiel miteinander vergleichen. Und zwar haben wir 6 Expansionen im Spiel. Als allererstes die Teilexpansion, dann die Skin-Expansion, die Planetenexpansion, die Cheat-Expansion, den unendlichen Bauplan und das Redstone Atlas Pack. Und wir werden die alle miteinander vergleichen, indem wir zum einen auf den Preis schauen, dann auf die Features, auf die Menge an Features quasi. Und ich werde eine persönliche Bewertung abgeben, also eine Punktzahl von 0 bis 10. Und ich weiß, es ist Mathe, aber wir sind hier in SFS Analytics. Wir werden dann quasi die Features pro Euro berechnen, indem wir quasi die Menge an Features durch den Preis teilen. Und darauf addieren wir dann die persönliche Bewertung und teilen das nochmal durch 2, um quasi ein optimales Gesamtergebnis zu bekommen, wo wir quasi persönliche Meinung und faktisches Wissen einfach zusammen kombinieren. Und dann können wir damit bestimmen, welche der Expansion quasi am besten ist. Beginnen wir mit der Teilexpansion. Und zwar die Teilexpansion kostet 4,99 €, also im Grunde 5 €. Es ist eine sehr lange Feature-Liste und ich werde die jetzt einfach mal vorlesen. Als allererstes, wir haben 16 Treibstofftanks, 3 Treibstofftanks mit angebauten Rümpfen, 3 Triebwerke, 3 Separatoren, 7 Hitzeschilde, 4 aerodynamische Spitzen, 11 Nutzlastverkleidung, 2 Andockluken, 2 Strukturteile, ein großes aerodynamisches Rumpf, ein größeres Rad, ein größeres Landebein, eine größere Solarzelle und eben die Möglichkeit, BP-Editing zu betreiben, ohne irgendwelche Limitierungen zu haben. Das sind insgesamt 14 Features. Ausgerechnet wären das dann 2,8 Features pro Euro. Und jetzt kommt meine persönliche Bewertung. Ich finde, das ist die beste Expansion von allen. Also es hat viele neue Teile, die das Spiel super vereinfachen und im Grunde die Kreativität fördern und Freude am Spielen bringen. Teile in anderen Größen wie 1, 2 oder 3 breit wären natürlich super, um auch kleine Raketen zu bauen. Und mehr Triebwerke können nie schaden. Aber ansonsten bringt es eine große Auswahl und daher denke ich, dass der Preis gerechtfertigt ist. Und daher würde ich dem Ganzen tatsächlich 10 von 10 Punkten geben, weil es einfach overpowered ist. Ja, es ist einfach die beste Expansion. Und das gibt dann einen Gesamtwert von 6,4 von im Grunde 7 Punkten. Dann haben wir die Skin-Expansion. Sie kostet 2,99 €, also 3 €. Und die Features sind orangene Farbe, silberne Farbe, graue Farbe, schwarze Farbe, schwarz-weiß kariert, schwarz-weiß gestreift, quasi unten halb schwarz-weiß gestreift, halb schwarz-weiß gestreift, aber mit so einem schwarzen Band unten, dann diese Rillung und die untere Hälfte gerillt. Das war nicht besonders gute Beschreibung, aber ich hoffe, ihr habt es kapiert. Das sind insgesamt 9 Features. Geteilt durch den Preis sind das 3 Features pro Euro. Dann meine persönliche Bewertung. Ich finde, dass diese Expansion einfache, schlichte Raketen mehr Tiefe geben, quasi dieses Weiße ersetzen. Und an der Farbgebung erkennt man dann häufig quasi die Entität der Raketen bzw. der Leute, die diese Raketen gebaut haben. Und ansonsten stecken die Raketen immer hinter so einer weißen, öden Fassade und durch die Teile, durch die Farbexpansion bekommen sie halt deutlich mehr Identität. Daher würde ich dem Ganzen 7 von 10 Punkten geben. Es könnte natürlich deutlich mehr Skins geben, beispielsweise von Soyuz so ein graues Grün oder so ein Gold von dem Apollo-Landemodul und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch expansionsfähig, aber an sich so, wie wir es haben, ist schon ziemlich gut. Daher 7 von 10 Punkten und insgesamt gibt es eine Gesamtbewertung mit 5 von 7 Punkten. Dann haben wir die Planetenexpansion. Mit einem Preis von 4 €, also 3,99 €.
Die Features sind Jupiter, Io, Europa, Ganymede, Callisto und eben allgemein die Möglichkeit, Planet Editing zu betreiben. Das macht ganze 6 Features. Umgerechnet sind es dann eben 1,5 Features pro Euro. Das ist natürlich ganz wenig, aber es hat auch einen Grund. Nämlich mit einem Gasplaneten und 4 Monden ist es etwas wenig als Expansion, aber für Spieler, die quasi in die Materie eindringen wollen, ist es eine wahre Schatztruhe. Planet Editing erlaubt quasi komplett anpassbare Planeten und generell Raumkörper zu erstellen und mit ihnen eine ganz eigene, eine ganz eigene Welt zu generieren. Im Grunde fehlen noch weitere äußere Planeten, wie zum Beispiel Saturn, Uranus, Neptun und dann vielleicht so ein paar Asteroiden aus dem Asteroidengürtel und aus dem Kuipergürtel. Aber im Grunde ist es schon eine ganze Menge, die Fähigkeit zu bekommen, es selbst zu machen. Daher würde ich dem Ganzen tatsächlich 9 von 10 Punkten geben, eben gemessen daran, dass ich ja, das eben sehr toll finde, Planet Editing betreiben zu können. Und ihr habt das ja wahrscheinlich in meiner Serie gesehen, wo ich das Flaggaris-System gemacht habe. Daher 9 von 10 Punkten. Und das mit den Features pro Euro macht dann eine Bewertung von 5,3 von 7 Punkten. Kommen wir nun zur Cheat-Expansion. Sie kostet 4,99 € und die Features sind folgende. Unendlicher Treibstoff, keine Gravitation, kein Luftwiderstand, kein Kollisionsschaden, kein Hitzeschaden, keine Brandspuren und Teile-Clipping. Das sind 7 Features und das sind damit auch 1,4 Features pro Euro. Jetzt die Meinung. Die Cheat-Expansion ist eine der weniger genutzten Expansionen. Sie bringt weniger Features mit sich als die meisten anderen Expansionen und naja, der Preis ist mehr als gesalzen. Trotzdem sind die Cheats immer wieder nützlich, wie beim Testen von Missionen und Entwickeln von Raketen. Beispielsweise habe ich das benötigt, als ich die Avalon und Avalon B-Reihe entwickelt habe, damit ich zumindest beim ersten Mal herausfinden kann, wie ich das mit der Hitze anstelle. Daher würde ich dem Ganzen 5 von 10 Punkten geben. Und das ist dann eine Gesamtbewertung von 3,2 von 7. Die nächste Expansion auf der Liste ist der unendliche Bauplatz mit 2,99 €, also 3 Euro. Die Feature-Liste ist kurz. Das ist der unendliche Bauplatz. Im Grunde ist es ein Feature, also 0,3 Features pro Euro. Persönliche Bewertung, das ist so ziemlich die kontroverseste Expansion von allen. Es ist ein sehr hoher Preis für ein Feature, unendlicher Bauplatz. Viele nutzen es, um vor allem den Platzmangel in dem normalen Baufeld zu umgehen und gigantische Strukturen zu bauen. Andere sagen, dass es zur Cheat-Expansion dazugehören sollte, da es ja theoretisch ein Cheat ist. Zudem kann man alle Teile in einem Bauplan durch einiges an BP-Editing einfach aus dem Baufeld schieben und dann einfach weiterbauen. So selten wie ich es bisher benötigt habe, ist es fast schon Geldverschwendung. Und daher denke ich mal, dass es nicht unbedingt nötig ist, diese Expansion zu kaufen. Ich habe es bisher nur einmal verwendet, und zwar als ich die Avalon B-Familie vorgestellt habe, wo ich dann quasi alle Raketen nebeneinander aufgestellt habe, um sie euch zu zeigen. Ansonsten nicht, also das ist wirklich das einzige Mal, daher würde ich dem tatsächlich nur 2 von 10 Punkten geben, weil es eben so wenig genutzt wird und dann mit 3 Euro ein relativ hoher Preis ist. Das zusammen mit dem Features pro Euro macht eine Gesamtbewertung von 1,2 von 7 Punkten. Und da haben wir die letzte Expansion, nämlich das Redstone Atlas Pack, so ziemlich das neueste Pack in der Liste. Es kostet 2,99 €, also ähnlich wie der Bauplan, unendlichen Bauplan, 3 Euro. Die Features sind 4 weitere Treibstofftanks, 3 Triebwerke, 2 Separatoren, eine Kapsel, ein Rettungsturm, ein Retro-Raketenpack,
eine Triebwerksabdeckung und 4 weitere Skins. Das macht insgesamt 11 Features und Features pro Euro liegt bei 3,7. Die persönliche Meinung jetzt, das ist das neueste Pack und von der Menge her sind es relativ wenige Features. Dafür sind es aber welche, die bisher nicht existierten, beispielsweise der Rettungsturm. Bisher hatten wir keinen, bisher mussten wir immer irgendwie aus einzelnen Teilen extra nochmal etwas bauen. Jetzt haben wir einfach einen Rettungsturm, den wir dann nutzen können, einfach auf die Kapsel draufhauen können. Und allgemein neue Triebwerke, ja, also es sind drei neue Triebwerke im Spiel, was unglaublich weiterhilft, was allgemein schon so ein Problem im Spiel ist, dass man einfach nicht genug Triebwerke hat und das löst es quasi so ein bisschen. Da würde ich tatsächlich sagen, 7 von 10 Punkten, also eine ganz solide Leistung. Zusammen mit den Features pro Euro bekommen wir eine Gesamtbewertung von 5,3 von 7 Punkten. Um die Expansionen jetzt miteinander vergleichen zu können, habe ich hier ein kleines Diagramm gemacht, wo ich die drei wichtigsten Daten aufgelistet habe. Ihr seht links die ganzen Expansionen und jeweils drei Datenpunkte, nämlich Features pro Euro, die persönliche Meinung und den durchschnittlichen Gesamtwert. Wir beginnen einfach mit den Features pro Euro. Auf dem ersten Platz ist dort das Redstone Atlas Pack mit 3,7, dann die Skin-Expansion mit 3, die Teilexpansion mit 2,8, Planetenexpansion mit 1,5, die Cheat-Expansion mit 1,4 und der unendliche Bauplan mit 0,3. Dann die persönliche Bewertung, da haben wir die Teilexpansion mit 10, die Planetenexpansion mit 9, dann ein Gleichstand zwischen der Skin-Expansion und dem Redstone Atlas Pack mit 7, dann die Cheats-Expansion mit 5 und der Bauplan, der unendliche Bauplan mit 2. Zu guter Letzt der durchschnittliche Gesamtwert und auf Platz 1 ist die Teilexpansion mit 6,4 von 7 Punkten. Danach wieder ein Gleichstand zwischen der Planetenexpansion und dem Redstone Atlas Pack mit 5,3. Dann die Skin-Expansion mit 5, die Cheat-Expansion mit 3,2 und der unendliche Bauplan mit 1,2. Also ihr seht, die Teilexpansion ist meiner Meinung nach und zum Teil auch mathematisch gesehen einfach die beste Expansion von allen. Danach kommen die Planeten und das Redstone Atlas Pack, dann die Skins, die Cheats und schließlich bildet der unendliche Bauplan. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.